Hallöchen Leute und willkommen zu Gran Turismo Sport. Wir steigen ein in die Demo und das Ganze habe ich schon ein wenig angezockt, mich ein bisschen eingefahren und ich muss sagen, es fühlt sich ein bisschen an wie ein Stück Kindheit, das man wieder entdeckt. Zumindest wenn man, wie ich, nicht nur Formel 1, sondern auch Gran Turismo 1 quasi damals auf der PlayStation 1 gespielt hat, als so ziemlich den ersten Titel seines Lebens. Und ja, Gran Turismo war ja in den letzten Jahren oft in der Kritik. Der Sound hat nicht gepasst, die Grafik stellenweise auch nicht. Das Ganze wirkte nicht mehr ganz so zeitgemäß. 1000 Fahrzeuge sammeln, wer soll das denn tun? Aber ich muss sagen, was ich bis jetzt von Gran Turismo Sport gesehen habe, von der Demo, hat mich schon ziemlich positiv mitgenommen, mitgerissen. Und ja, ich muss sagen, das Ganze fühlt sich doch irgendwie ziemlich schön an. Und ich bin ein paar Ründchen im Zeitfahren gefahren. Ich konnte mir auch schon meinen ersten Wagen hier als Preis quasi entgegennehmen. Den Ferrari 458 Italia der Gruppe 4. Das sind die Gruppen, in denen die Fahrzeuge je nach ihrer Stärke oder je nach ihrer Klasse einfach eingeteilt sind. Und wir haben noch einen weiteren Bonus, den wir direkt vielleicht mal auspacken können. Oh, da haben wir gesehen, GT2 1999 erschienen. So, und genau, das sind so Sachen, da muss ich auch nochmal erst durchblicken. Das sind die ganzen Stufen für gefahrene Kilometer oder so, keine Ahnung. Beziehungsweise gefahrene Meilen, in Anführungszeichen. Und ihr seht, ich bin schon ein bisschen da quasi unterwegs gewesen. Ja, und das Ganze zocken wir mit einem Lenkrad, aber nicht mit einem, das ich quasi hier erwartet hatte. Und, oh, sehr schön. Ja, es ist sehr, sehr viel, was am Anfang auf einen quasi zukommt. Wir können einfach mal gleich mit der Fahrschule beginnen oder vielleicht mit Missionen. Die waren ja in Gran Turismo 4 zum Beispiel sehr, sehr berüchtigt. Und ja, wir können Stufe 1 bis 6 spielen. Machen wir doch mal gerne. Ja, ich habe nämlich das Fanatec CSL zugeschickt bekommen, damit ich das Ganze euch präsentieren kann. Auch mit einem passenden Lenkrad. Allerdings ist das mit der Demo noch nicht kompatibel. Ich habe da ein bisschen mal gequatscht und gefragt, was da quasi Sache ist und ob man da weitere Informationen hätte. Und man hat mir mitgeteilt, eigentlich sollte es kompatibel sein, aber man würde mir quasi mitteilen, wie das Ganze weiterhin verläuft. Und bis zum Release der Vollversion werde ich euch irgendwie davon in Kenntnis setzen, wie das dann mit der Kompatibilität ausschaut. Ich habe jetzt aber das Thrustmaster T150 RS, das ich auch mal ein bisschen austesten kann. Und kann sagen, das ist auch übrigens in der Beschreibung verlinkt, dass das Ganze sich auch ziemlich ordentlich anfühlt. Das ist jetzt natürlich kein Clubsport Wheel oder ein CSL-Lenkrad. Ja, aber das möchte es auch nicht sein. Aber da das Ganze sehr ungewohnt ist, fahre ich mal mit Traktionskontrolle 1 und mit ABS schwach und ja, möchte da so ein bisschen Eingewöhnungszeit quasi von euch erfragen. So, 1300 Preisgeld gibt es hier für Gold und komm, wir legen einfach mal los. Ich habe das Ganze jetzt mal auf maximale Framerate gestellt. Sobald ich mein neues Capture-Device habe, werde ich hier vielleicht auch mal auf maximale Optik gehen, auf bestmögliche Auflösung. So, wir haben auch noch die Rechtskurve über Zeit. Ja, und ich finde, optisch ist das Ganze ziemlich schön. Es klingt auch ordentlich. Die KI, die konnte ich noch nicht so gut bewerten, da ich hier lediglich ein Ovalrennen gegen die KI gefahren bin. Ansonsten war ich im Zeitfahren-Modus unterwegs, um mal ein bisschen mich zu verbessern. Okay, die Pokale sind weg. An der Stelle haben wir jetzt eine Disco-Kugel. Es kann doch nicht sein, dass ich nur 60 Kilometer gefahren bin. Ich bin doch locker mehr gefahren. Na ja, schön, wir haben auf jeden Fall unsere erste Veranstaltung hier gewonnen. Oh, und man kann direkt hier zur nächsten Veranstaltung springen. Finde ich sehr schön, vor allem da immer die Ladezeiten ja so ein kleiner Kritikpunkt waren, meiner Meinung nach, von den Vorgängerteilen auch.
Also ich habe jetzt quasi so gut wie nur das Zeitfahren gemacht und ein Arcade-Rennen. Ansonsten springe ich ja auch komplett ins kalte Wasser. Ich werde definitiv weitere Gameplays bis zum Release euch zeigen. Vor allem ist es sehr, sehr cool, dass man die aus der Demo eingefahrenen Credits dann auch im Hauptspiel verwenden kann. Heißt, das Ganze wird nicht einfach mal resettet und es heißt, hey, Pech gehabt, sondern du bekommst quasi etwas dafür, dass du die Demo sehr viel zockst. So. Zum Lenkrad muss ich auch sagen, also wie gesagt, das Fahrgefühl ist relativ ordentlich. Womit ich die größten Schwierigkeiten hatte, waren die Pedale. Ich habe quasi die Pedale aus Plastik, wo du zwei Stück hast. Gas und Bremse. Und da ist vor allem bei der Bremse zu merken, dass der Widerstand sehr gering ist. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr euch das Set holen wollt, das ist ein super Einsteigerlenkrad, aber wenn ihr quasi ein schönes Set haben wollt zum Fahren, dann eventuell direkt zu den Pro-Pedalen zu greifen, also zu dem TS 150 Pro. Für einen schmalen Taler, wie man so schön sagt, ist das auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, sehr geil. So, vielleicht können wir auch mal ganz kurz einen Replay laufen lassen, weil ich muss sagen, das sieht echt immer phänomenal aus bei Gran Turismo. Ja, da links unten steht ein Lied, aber ich habe die Musik mal ausgemacht fürs Rennen und für die Wiederholung auch. Und ich bin jetzt auch mal still. Na gut, also mit vier Fahrzeugen wirkt das jetzt irgendwie nicht so episch. Na gut, gehen wir mal weiter. Aber ich muss sagen, die allgemeine Präsentation, das ist etwas, was ich bei Gran Turismo immer wieder schön fand. Also, ich muss ehrlich sein, ich habe heute eine kleine Träne verdrücken müssen, als ich zum ersten Mal quasi das Spiel gestartet habe und mir die ganze Präsentation angucken konnte. Weil das eben eine Spielereihe ist, die meiner Meinung nach so ein bisschen ihren Fokus verloren hatte. Es ist so ein bisschen quasi in der Bedeutungslosigkeit verschwunden mit Teil 5 und 6, die Reihe. Und auch ich selbst habe die nie wirklich dann wahrgenommen, großartig. Wobei Teil 6 habe ich oft gespielt mit meinem Clubsport Wheel. Aber, oh, huch, jetzt bin ich hier im... Jetzt habe ich aus Versehen Start gedrückt. Ja, ich muss mich an die Knopfbelegung nochmal gewöhnen hier. An die Tastenbelegung. Ah, was sehen wir denn hier alles? Ja, vieles. Für Statistikfreunde. Und da seht ihr auch heute ordentlich schon was rausgefahren. Ja, legen wir mal los mit dem Ford Focus. Also, das Ganze ist, wie gesagt, für mich ein relativ emotionales Thema. Und vielleicht gehe ich hier auch ein bisschen als Fanboy rein. Aber ich kann sagen, alle Leute, die bis jetzt mit Gran Turismo Spaß hatten, die werden auch mit GD Sport Spaß haben. So. Und zum ersten Mal gescheitert. Das ist bei den Missionen ganz besonders. Dass man da halt nicht gegen die Mauern knallen darf. So, das ist eine Strecke, die ich glaube ich einmal auf der Gamescom kurz gefahren bin. In einer etwas anderen Variante, glaube ich. Im Windschatten aufnehmen. Komm schon, wo ist der Zielpunkt? Jawohl, da, fertig! Sehr schön! Was bei mir auch so einen leichten Nostalgiefaktor quasi immer wieder hervorruft, ist, dass die Soundeffekte immer wieder gleich sind. Also zum Beispiel die Startampel ist, glaube ich, noch aus Gran Turismo 3 und 4 und sogar noch im ersten Teil, da hatten die quasi, glaube ich, denselben Sound so grundlegend benutzt. Oh, wir müssen möglichst viele Pylonen umfahren. Alles klar. Ja, und mein liebstes Gran Turismo, vielleicht könnt ihr mir auch mal eures mitteilen, war Gran Turismo 3. Das fand ich ziemlich geil. So, wir können gleich vielleicht auch mal ein Rennen mit dem Ferrari Italia fahren, der sieht ja sehr schick aus. Wow, geile Kiste. Können die Chance eventuell mal nutzen,
in die Außenperspektive zu gehen, dann kann ich euch die auch mal zeigen gerade. Ah, am Ende noch mal ein bisschen was liegen lassen. 94. So, sieht man hier auch den Versuch nochmal, oder? Nee, da sieht man einfach nur... Ah doch, man sieht den Versuch, die Wiederholung. Ist auch sehr schön eingearbeitet, wie ich finde. Ja, und ich möchte mal auf die Ladezeiten achten. Da gucke ich gleich mal und auch mal kurz auf den Timer der Elgato. So, wir sind bei 13:30, seit ich die Aufnahme gestartet habe, war aber noch im PlayStation-Menü. Oh, ein Aston Martin. Heieiei, das wird schön. Und das Ganze in so einem, ja, im Speedway zumindest mal. Und wir haben schon 70.000 Credits gesammelt. So, das Ganze hat etwa 20 Sekunden in Anspruch genommen. Ja, ist relativ okay, finde ich. Ja, der Sound ist schon besser, ne? Oh je, ich weiß nicht, ob ich die Kurven vollfahren kann. Na, komm schon. Nein, wir sind zu langsam. Oder? Ah, okay, da war die Ziellinie. Na, immerhin Silber geholt. Und auch hier sehen wir das Replay. Aber ich würde sagen, wir springen... Wobei, es gibt insgesamt 6 Übungen, oder? Wie viele haben wir denn schon abgeschlossen? 5 oder... Ich glaube 5, ne? Moment, 7 und 8 sind ja auch freigegeben. Hieß es nicht, dass nur 1 bis 6 verfügbar sind? Falls ja, dann haben wir eine kleine Regellücke entdeckt. Ja, aber das ist so im Motorsport. Muss die Regellücken ausnutzen. So funktioniert die Formel 1, so funktioniert jeder Sport. Muss einfach quasi das aktuell vorhandene Reglement möglichst gut verwenden. So, 250 km/h sollen wir schaffen. Oh, mit Windschatten dann. Wow, was sind das für ein Flieger über uns? Was ist denn jetzt los? Okay, irgendwas... Irgendwas war da gerade. Warum konnte ich ihn nicht beschleunigen? Das möchte ich aber bitte neu versuchen gerade mal. Sorry, aber ich möchte wissen, was das war. Bin ich da vom Gaspedal abgerutscht, ohne es zu merken? Ich glaube nicht. Neues Lenkrad, neue Pedale, alles schön und gut, aber... Sowas beherrscht man für gewöhnlich noch. Vielleicht war ich zu nah hinter dem Fahrer hier dran. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Ich werde dem Ganzen mal auf den Grund gehen, wenn wir... ja, in die nächsten Folgen gehen, oder bevor wir in die nächsten Folgen gehen. Ah, ich werde dieses Spiel, wenn es erscheint, sowas von suchten. Ja, und vielleicht gibt es dazu auch mal einen schönen Stream oder ein paar schöne Streams. Mal gucken. Auf jeden Fall hätte ich Bock drauf. Ja, also... GT Sport? Ich weiß es nicht. Es hat eine tolle Atmosphäre, finde ich. Und während ich mit vielen Spielen, und das ist jetzt kein finales Urteil oder so... mal ganz kurz schauen. Option. Ah, okay, die Traktionskontrolle, die setzt sich immer wieder zurück.
Voreinstellung für Fahrhilfen, die setzt sich nicht zurück. Und da steht auch nichts quasi von Anti, du crashst andere Piloten Hilfe. Whatever. Ja, also ich bin mit vielen Titeln nicht warm geworden. Wie gesagt, es ist kein Urteil oder keine Verurteilung anderer Titel. Aber ich muss sagen... Wow, okay. Okay. Bei der Kiste merkt man so ein bisschen, der ist etwas zickiger. Kurz mal erneut versuchen. Muss ich ein bisschen aufpassen. Die meisten Fahrzeuge fährt man ja jetzt zum ersten Mal. Aber ich glaube, dass es diese Mission halt einen guten Überblick darüber geben, was es hier alles gibt. Ja, sauber. Auf der Geraden überholt. Ja, und das ist mal ein Fahrzeug, was man sich im Replay gerne anschauen kann. Wie gesagt, wir werden gleich nochmal ein schönes Rennen fahren. Ja, also ziemlich, ziemlich schick. Und wir sammeln schon unsere ersten... zigtausend Credits, damit wir uns ein paar schöne Fahrzeuge holen können, wenn das Spiel am 18. dann erscheint. Oh, und jetzt haben wir den GT von Citroën. Auch in der Gruppe 4. Ich glaube, das war auch so ein Fahrzeug, was erst richtig, richtig krass war, als es im Spiel eingebunden wurde. Genau wie der Red Bull X1 oder X2010. Und später wurde der so ein bisschen genervt nach und nach, glaube ich. Beziehungsweise kamen da neue Versionen in Anführungszeichen raus. Ja, fand ich aber auch ein bisschen komisch in Gran Turismo 5. Und jetzt sind wir hier bei der letzten Übung. Auf geht's. Ach, die Traktionskontrolle habe ich nicht angepasst. Egal. Okay, das kann jetzt schön werden. Echt ungewohnt viel Downforce. Das geht ja mega schnell in den Kurven. Muss man sich nochmal dran gewöhnen. Und die Strecke kenne ich auch nicht. Ja, stimmt, ich habe ja die Traktionskontrolle noch ein bisschen höher. Ich muss gar nicht so vorsichtig sein. Ich glaube, unabhängig der Fahrhilfen, in GT steht auch so ein bisschen der Fahrspaß im Vordergrund, aber auch so dieses competitive Fahren, das kompetitive Fahren, habe ich hier ganz gern. Habe ich im Zeitfahren gemerkt, als ich da im Mercedes SLS AMG GT3 viele, viele Runden gefahren bin und einfach immer weiter nach ein paar Zehntelchen gesucht habe. Jawohl, wunderbar. Und wir kriegen auch die letzte Mission hin. Aber das ist ja nur der erste Block gewesen. Man könnte jetzt natürlich irgendwie kritisieren, okay, sie verwenden hier die Sounds von den alten Gran Turismos. Ist ein bisschen faul vielleicht, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin sogar ziemlich froh drüber, weil ich das ziemlich schön finde. Oh, was haben wir hier? Alter Falter, ey. Ja, auch die Präsentation, wenn du irgendwas gewinnst, das ist halt einfach so wunderschön gemacht einfach. Es ist halt toll. Moment, Stufe 6 haben wir frei. Huch, was ist denn jetzt los?
Ach, vielleicht waren es Stufe 1 und 6. Oh, was haben wir hier denn? Garagenfahrzeugveranstaltung, alles klar. Wow, und hier kann man noch richtig viel austesten. Das ist ja mega fett. Der McLaren Ultimate. Oh, den heben wir uns noch fürs nächste Mal auf. Ja, vielleicht gibt es heute 2 Folgen. Wartet einfach mal ab. Ja, ansonsten springen wir mal ganz kurz zu Home. Da haben wir nämlich unsere ganzen Fahrzeuge. Und ich glaube, den Ferrari habe ich noch nicht ausgewählt. So, Fahrzeug wechseln. Na, hier lädt das Ganze noch. Ja, die Menüs sollten ein bisschen optimiert werden, weil das ist ein bisschen komisch. So, Moment, Streckenerfahrung. Was haben wir hier? Okay, Bremspunkte und Ideallinien lernen. Ja gut, wollen wir jetzt gerade nicht haben. Arcade, auf geht's. So, es gibt auch Driftrennen, sehe ich gerade. Insgesamt gibt es 162 Fahrzeuge im Spiel. Das ist jetzt nicht so viel, wenn man es mal mit Gran Turismos von vergangenen Tagen vergleicht. Aber ich finde halt, man merkt, dass die Fahrzeugauswahl eine ganz andere ist. Also die Orientierung ist eine ganz andere. Man hat sich mehr an aktuellere Fahrzeuge ein bisschen orientiert oder ich sag's mal so, man hat quasi Fahrzeuge bewusst ausgewählt, während du damals quasi nehmen wir mal Profi, die Strecke habe ich ein bisschen gelernt, ich glaube, die kann ich einigermaßen. Während du damals, sagen wir mal, 50 Nissan Skylines hattest aus 5 verschiedenen Generationen, die sich halt wirklich nur marginal unterschieden haben, hast du hier quasi eine ziemlich breite Auswahl an Fahrzeugen. Also das ist schon ziemlich cool gemacht, meiner Meinung nach. Und mein Lieblings-Gran Turismo, Gran Turismo 3, hatte ebenfalls nur etwa 200 Fahrzeuge oder unter 200, wie auch immer das war. Aber das war halt mein Lieblings-Gran Turismo, vor allem, weil es keine Ladezeiten hatte. Also wirklich, du hast da höchstens 2 Sekunden oder so gewartet. Wow. So, wir können mal die weichen Reifen eventuell nehmen. Super weich gibt's auch, aber ich denke mal, wir sollten nicht allzu soft unterwegs sein. Bei 3 Runden ginge das sicher. Also vom Sound zum Beispiel ist das Fahrzeug wahrscheinlich noch, oder allgemein ist das Spiel noch deutlich hinter ein paar Konkurrenten. Grafisch möchte ich es erst mit 4K und eventuell auch HDR oder so sehen, weil ja, das Capture Device, mit dem wir bald aufnehmen, das kann sowohl 4K als auch 60 FPS als auch HDR aufnehmen und mir auch entsprechend zeigen, aber ich habe es bis jetzt nur in Full HD gesehen und muss sagen, es sieht ordentlich aus. Also wenn man jetzt mal es mit dem direkten Konkurrenten Forza vergleicht. Wow! Ich hätte nicht gedacht, dass der da noch ist. Nicht schlimm, weiter. Da muss ich sagen, es sieht zumindest nicht schlechter aus als Forza, weil das war etwas, was man in den letzten Jahren bemerkt hat. Aber gut, das hat in anderen Bereichen arg zugelegt. 700 Fahrzeuge ist schon eine Hausnummer mit Forza Vista und so. Aber wie gesagt, die braucht man nicht unbedingt. Ich denke, man merkt so ein bisschen, dass ich auf der Bremse noch ein paar Probleme habe. Die KI ist relativ langsam, aber wir werden auch Online-Rennen fahren. Die lassen sich hier gut überholen, was auch ganz schön ist, weil dadurch wirke ich schnell. Ja, und falls welche Fragen, natürlich wird es ein Let's Play zu der Vollversion geben. Also falls es noch Leuten unklar ist, ja, definitiv. Ich wollte mir einen Ersteindruck der Demo verschaffen, aber es war ziemlich früh klar,
bei dem Spiel wird es definitiv nicht beim paar Gameplay-Videos bleiben. Ah, zwei Fahrzeuge vorne weg quasi. Wow. Der macht hier ordentlich die Tür zu, der Kollege. Dann probieren wir es außenrum. Ja, auf dieser Strecke bin ich mit dem AMG GT3 einige Runden gefahren. Da war noch ein bisschen Optimierungsbedarf, aber eine 42,5 bin ich auf harten Reifen gefahren. Wenn jemand... Autsch! Die Demo spielt, kann er mir gerne auch mal seine Zeit mitteilen. Ja, anscheinend krankt auch GT Sport so ein bisschen daran, dass die KI etwas ignorant ist. Gut, ich bin auch sehr, sehr doof auf die Strecke zurückgefahren, aber ich meine, dass sie nicht ausgewichen sind. Das würdest du nämlich als realer Pilot tun. Ich glaube, so ein bisschen fahren die schon eine Kampflinie, oder? Also wenn auch nicht so schnell, aber... Oh, das war die Handbremse. Ah, jetzt komme ich... Ja, so komme ich ins Cockpit wieder. Ja, okay, also ich glaube, wir haben auf Profi gestellt und wir kommen hier ziemlich easy vorbei. Den Ferrari könnte ich auch ziemlich sicher ohne Traktionskontrolle fahren. Auch mit komplett neuem Equipment hier. Das Fanatec CSL liegt ja quasi sehr nah am Clubsport Wheel V2. Und deswegen wäre die Umstellung da nicht so groß gewesen, aber... Na, mal schauen. Eventuell mal zur Vollversion. Jetzt habe ich für ein paar Tage erstmal das T150 hier. Und auch wenn man Vollgas gibt, der lässt sich schon ziemlich gut kontrollieren. Leichte Korrektur hier. Eieieiei. Richtig über die Curbs räubern. Das macht Laune. GG. Das hat Laune gemacht. Aber jetzt mal auf die Zeit gucken. 42,5 mit harten Reifen im Mercedes. Und hier sind wir 6,5 Sekunden langsamer. Und das mit den weichen Reifen. Die sind zwar ein bisschen wahrscheinlich schon abgefahren gewesen. Aber hey, das ist ganz okay. Der Duki kann auch dabei sein, um den kleinen Wortwitz auch nochmal zu Ende zu führen. So, und hier gucken wir auf jeden Fall mal ins Replay rein. Fast 100.000 Credits, sauber. Und... Ah, hier sehen wir auch... Das ist ja geil gemacht. Hier sehen wir quasi den Verlauf im Rennen und da sehen wir das rote Fahrzeug. Das ist ja richtig, richtig steil bergauf gegangen. Also, das war schön. Ja, das ist echt cool. Ja, da sieht man auch manche, die sind das Rennen nicht zu Ende gefahren. Da habe ich einfach mal vorher Stopp gedrückt. Gut, und die Wiederholung, die können wir jetzt einfach mal ein bisschen laufen lassen. Ja, Leute, Gran Turismo Sport, wenn ihr Bock auf das Game bekommen habt oder wenn ihr noch nach einem passenden Lenkrad sucht, schaut mal in die Beschreibung. Da kommt ihr zum einen zum Spiel und zum anderen zu allen Lenkradempfehlungen, die ich so habe. Für ja, alle möglichen Budgets und ja, außerdem, wenn ihr Bock auf das Game habt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Es würde mich sehr freuen, auch wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten hoffe ich, ihr freut euch ebenfalls auf dieses Let's Play.
Und wenn ihr neu auf dem Channel seid, dann lasst gerne ein Abo da, wenn ihr euch ebenfalls sehr für Rennspiele interessiert, denn ja, das ist der Fokus vom Channel. Schaut euch ein bisschen um, tobt euch aus und ich lasse jetzt noch kurz das Replay weiterlaufen und bedanke mich vielmals fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Gran Turismo Sport, vielleicht schon heute. Ja, da war der Crash, das war ein bisschen doof. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euch eine gute Zeit. Macht's gut.